Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Will you love me in December, as you do in May? Will you love me in the good old-fashioned way? Ach, hattest du einen schönen Nachmittag mit der Teilnehmerin am Strand? Will you kiss me then and say that you love me in December? Felix, ich habe da so ein komisches Gefühl, wirklich. Ja, und? Ich muss jetzt meinem Herzen folgen. Ja, wie dein Herz? Ja, ja. Hast du noch andere Organe, denen du folgst? Gehirn vielleicht? Du hast doch immer gesagt, im Herzen sieht man am besten. Und du hast recht. I stayed. You will stay? Ja. Yeah. Felix, do you think love and making love are the same? Wogegen soll man eigentlich heutzutage rebellieren? Die Leute sehnen sich nach was Großem, nach einer Idee. Und wenn die kommt, machen alle mit. Ihr seid also der Meinung, dass eine Diktatur in Deutschland nicht mehr möglich wäre, ja? Auf keinen Fall. Dazu sind wir viel zu aufgeklärt. Spürt ihr das? Das ist die Kraft der Gemeinschaft! Was ist denn noch wichtig in einer Diktatur? Disziplin, Herr Wenger. Macht durch Disziplin. Wir feiern heute eine kleine Strandparty. Kommst du mit? Wir? Du meinst Werdemitglieder. Das ist unser Zeichen. Wie eine Welle werden wir die ganze Stadt überrollen. Was hast du eigentlich gegen die Welle? Mensch, Marco, mach doch mal die Augen auf. Die Welle entwickelt sich zu einer echt komischen Sache. Was machen Sie da? Herr Kohlhage, glauben Sie mir. Sie sollten mal sehen, wie die Schüler aus sich rauskommen. Die sind wirklich hochmotiviert. Wie kommt ihr dazu, unser Zeichen zu versprühen? Keine Ahnung, wovon du redest, du Stricher. Um dein Leben oder ich blaste dir dein Hirn weg. Nimm die Pistole runter. Tim. Du hast die ganze Sache nicht mehr unter Kontrolle. Überhaupt nicht mehr. Frau Wenger, Sie können ja jetzt nicht weinen. Sag mal, spinnst du? Frau Wenger, es geht nicht. Stopp die Welle! Du genießt es, wie sie dich vergöttern, in deinen Unterrichtsströmen, die an den Lippen hängen. Der will euch alle manipulieren. Du musst es abbrechen. Sofort! Sag du mir nicht, was ich machen soll, okay? Schlank wie ein Reh, hä? Und so hübsche dunkle Augen. Wie bei einer Jüdin. Ich dachte, es gibt keine Juden mehr in Berlin. Je schlimmer die Gesetze wurden gegen Juden, desto mehr spielten wir mit der Idee, unterzutauchen. Was machst du? Ich will hier bleiben. Ich will leben. Als erstes habe ich mir das gelbe Ding abgetrennt. An dem Tag begann dann meine Illegalität. Ich habe vermieden, irgendwelche Menschen ins Gesicht zu gucken. Sie möchte sie blond haben. Und vielleicht übertreibt man dann dabei. Es ist Endstation. Hier kommst du nie mehr raus. Es ist nicht gut, mehr zu wissen als unbedingt notwendig. Es gibt nur wenige Menschen, die schweigen können, wenn man den Finger zwischen einen Türspalt klemmt und die Tür zuschlägt. Ich hab doch gar nichts gesagt. Und warum fragt mich der Metzger dann, ob wir einen jüdischen Jungen bei uns versteckt haben?
Ihre Arbeit ist von größter Wichtigkeit. Sioma? Wir kennen uns doch. Mutter hat erzählt, dass Stella für die Gestapo spitzelt. Elle Lewinsky, bist du's? Wo ist der? Vielleicht haben die... Wenn ich in 2 Stunden nicht zurück bin, dann... Wir müssen Flugblätter machen. Es geht hier um Leben und Tod. Mama, von welchem Onkel ist Eugen der Sohn? Jetzt mach deine Hausaufgabe weiter. Victoria. My son, nice to meet you. That's Boxer. And that's Blinker. You're a Berlin guy, then. I show you our world. Are you stealing? You touch my ass. Say sorry. With a heart. Sorry. I have to do Boxer a favor. It's something bad to do? Boxer! The car is not going on! The car is not going on! I want to go with you. Was ist das für eine Scheiße? Spricht kein Deutsch? Bad guy, okay? Mann! Boxer, was ist das für eine Scheiße, Mann? Hey, ruf auf, hey, Boxer! Nobody talks in Germany in the elevator. It's forbidden. I'm gonna break the rules. I'm gonna break the rules. I'm glad to be here in Berlin. Willkommen in Berlin. Unter jedem Pflasterstein hier in der Stadt ist ein Schatz vergraben. Das Besondere an dieser Stadt ist ihre Magie. Wann habe ich eigentlich aufgehört zu suchen? Kommst du oder kommst du? Hinter der Stahlplatte, da liegt der Schatz der Brüder Sass. Alles okay? Da ist Strom drauf. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich... Ich würde alles einmal richtig machen. Was hast du zu verlieren? Öffne dein Herz. Ohne Liebe wäre diese Stadt eine Wüste. Hier gibt es noch genügend Schätze und Geheimnisse, die auf uns warten. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.